Hallo und herzlich willkommen bei den Computer Artists. Heute mit einem neuen Unboxing von dem Termarite Macho HR02 von der Firma Termarite. Ein CPU-Kühler mit einem sehr großen Heatsink und einem Lüfter. Und wir beginnen direkt mit den Spezifikationen, die auf der Seite hier dieses Kartons draufstehen. Und zwar haben wir dort einmal oben die Größe. Dort rechts seht ihr dann auch die Angaben in Millimetern und darunter dann das Gewicht, was mit 860 Gramm schon sehr schwer ist. Allerdings gibt es noch schwerere. Und darunter findet ihr dann die nächste Angabe, die Drehzahl des Lüfters. Das sind 900 bis 1300 Umdrehungen pro Minute und der Lüfter hat einen 4-Pin PWM-Anschluss. Und dann zur Geräuschentwicklung gibt der Hersteller an 19 bis 21 Dezibel und natürlich für alle Sockel vorhanden 1366, 1155, 1156, 775, AM2 und AM3. Das heißt auf fast allen Sockeln einsetzbar. Dann stehen hier noch ein paar Sachen zu den Sockeln, aber wir beginnen jetzt direkt mal mit dem Unboxing. Und zwar in dem Karton befindet sich erstmal das Mounting-Zubehör in diesem weißen Karton. Und dort haben wir halt die verschiedenen Backplates für die verschiedenen Sockel. Und die Schrauben. Was mir sehr gut bei Termarite gefällt, ist allgemein die Befestigung, die sehr stabil ist, besonders bei 1155 und 1366, also bei den Intel-Sockeln, da dort eine sehr feste Backplate aufgebracht wird. Das sind die Halter für den Lüfter am Heatsink. Dort haben wir einmal das Intel Backplate für die Oberseite, dann hier die Gummiauflagen für hinter den Lüfter, um den Lüfter geräuscharm an den Heatsink anzubringen. Dann die Backplate, die hinter das Mainboard kommt. Und dann haben wir noch das Zubehör, das heißt die Schrauben, die Platzhalter und einen kleinen Schraubenschlüssel, wobei dieser nicht so effizient ist. Dann haben sie auch noch, das ich sehr gut finde, ein wenig Kühlerpaste dazu gegeben. Wie gut die jetzt ist, das können wir noch nicht sagen, aber ich denke mal, es ist völlig ausreichend. Dann haben wir hier einmal, damit wird der CPU auf das Backplate gespannt, was auch sehr gut hält. Nur sehr kompliziert beim Einbau ist, da der Kühler sehr über diese Plate drüber hängt und wirklich nur mit einem langen Schraubenzieher wirklich festmachen kann. Hier haben wir den Lüfter, 120 mm mit dem PWM 4-Pin Lüfteranschluss. Hier seht ihr einmal die Laufrichtung und die Luftschubrichtung. Und dann haben wir hier auch noch Zubehör, in dem Fall die Anleitung, die auch sehr gut immer ist, mit Bildern, sehr guten Skizzen und natürlich auf vielen Sprachen. Auch zu allen Sockeln, das heißt so wie AMD als auch Intel. Da dort die Befestigungsmöglichkeit unterschiedlich ist und auch unterschiedlich angebracht werden muss, der Kühler. So, dann haben wir hier noch einen Sticker von Termarite. Der wird immer mitgeliefert, weil ihr könnt auch noch, das verlinke ich jetzt auch oben, und zwar haben wir schon den anderen Termarite Silver Arrow gehabt. Das ist sozusagen einer mit zwei Lüftern. Aber jetzt haben wir hier den Heatsink von dem HR02. Was auffällt direkt, ist der sehr große Abstand zwischen den einzelnen Blechen. Das heißt, sehr guter Luftdurchlass. Und dann haben wir hier die Heatpipes. Insgesamt sind es sechs Stück. Und damit werden wir dann, denke ich mal, super Kühlleistungen erzielen. Wir werden auf jeden Fall euch noch rückmelden, wie gut dieser Kühler kühlt und ob wir damit zufrieden sind. Hier seht ihr die Auflagefläche mit einem Plastikfolie noch drauf. Und ja, das war's soweit. Kommentiert, abonniert und schreibt uns Fragen, falls ihr welche habt. Und bis zum nächsten Mal.